Herzlich willkommen zur technischen Einweisung des GE Monitors B850. Zunächst zu den Begrifflichkeiten. Hier ist das Display. Dieses Teil hier unten wird Frame genannt. Hier, das so aussieht wie ein PC, das ist die sogenannte CPU. Und dort wurden die ganzen Kabel eingesteckt werden, das ist das sogenannte PDM-Modul. Dieses PDM-Modul kann entriegelt werden, ist so groß, und wird über dieses Teil entriegelt und dann auch wieder draufgesteckt. In diesem PDM-Modul können Sie sämtliche Kabel einstecken, die von der Firma GE angeliefert werden. Blutdruck, SpO2, EKG und so weiter. Einige Informationen zur Bedienung des Monitors. Das ist ein Touch-Monitor. Sie können, wenn Sie hier diese numerischen Werte anklicken, Felder öffnen, die dann zum Parameter Informationen liefern, die man dann auch justieren oder einstellen kann. Wenn ein Alarm erscheint, erscheint dieser immer in der obersten Leiste. Gleichzeitig blinkt es hier und gibt auch einen Alarmton. Wie zum Beispiel jetzt bei SpO2-Sensor los ist ein gelber Alarm, rote Alarme sind immer lebensbedrohlich. Alarme können über diese Taste quittiert oder stumm geschalten werden. Wenn die Alarmsituation behoben ist, verschwindet dann auch der Alarm aus der Anzeige. Vom Aufbau des Displays in der obersten Zeile ist immer das EKG. Die nächsten Zeilen können variieren. In der Standardansicht ist es, dass hier SpO2 angezeigt wird und hier die Respiration. Zum Bedienen des Monitors, wie gesagt, wenn Sie eine Kurve anklicken, geschieht nichts. Öffnen Sie ein Fenster, indem Sie hier einen numerischen Wert anklicken, ist mal mehr oder mal weniger Information drin, je nachdem welchen Parameter Sie anklicken. Das oberste Feld hier ist für den Patient oder Patienteninformationen, wie der Patient heißt, wie die Patienten-ID ist und so weiter. Hier kann man noch schauen, rein informativ, wie da zum Beispiel der Ladezustand des Akkus ist. Wenn Sie EKG anklicken, dann werden Sie alle Einstellungen zum EKG finden. Welche Ableitung als erste angezeigt wird, welche Ableitung als zweite. Wenn Sie hier auf dieses Feld gehen, können Sie dann eine x-beliebige Ableitung wählen. Wir haben hier ein sogenanntes 5-Lead-Kabel. Das haben wir deswegen ausgewählt, dass wenn eine Ableitung weggeht, dann sucht sich der Monitor automatisch die nächste Ableitung, mit der er aufzeichnen kann. Und Sie müssen zum Beispiel nicht extra zum Patient kommen, um eine lose Ableitung wieder anzubringen. Sobald Sie etwas ändern, ändert es auch hier gleich auf dem Bild. Und so können Sie dann jede Ableitung passend anwählen. Bei erweitert kann man zum Beispiel auch die Schrittmachererkennung dann anpassen. Sie können die Alarmgrenzen ändern und Sie können den VES oder SVC Alarm anpassen. Bei ST können Sie die komplette ST-Analyse ablesen. Es gibt dann auch wieder eine Trendansicht und Alarme, die Sie dann passend einstellen können. Gleiche wäre beim QT. Sie können die QT-Analyse ist jetzt momentan aus.
Sie können sie dann auch einschalten und dementsprechend erscheint dann hier der QT-Wert. Jetzt bei Aus verschwindet er wieder. Sie können auch die kompletten Arrhythmien anpassen. Momentan sind wir jetzt bei Arrhythmien alle, beim Typ alle. Sie können auch auf letale Alarme stellen oder sie ausstellen. Es gibt für ventrikuläre Alarme ein komplettes Übersichtsfenster, wie Sie diese anpassen können. Und für die atriale Alarme selbstverständlich auch. Bei der Sättigung, wenn Sie dieses Feld anklicken, öffnen sich die Einstellungen zum SpO2. Sie können sowohl die Größe anpassen, als auch die Geschwindigkeit und so weiter. Alles, was Sie hier auf diesem Feld sehen, und bei Alarme können Sie die Alarme anpassen. Der PF-Alarm ist momentan ausgeschaltet. Bei SpO2.2 kann man eigentlich genau das gleiche einstellen. Das wäre, wenn man zwei SpO2-Aufnehmer anschließen würde. Zu der Respiration gibt es auch noch eine Kleinigkeit einzustellen. Da kann man unter anderem auch auswählen anhand der Bilder, welche Impedanz gemessen wird am Brustkorb zwischen welchen Elektroden. Falls der Patient vielleicht eine extreme Bauchatmung hat und sich der Brustkorb kaum hebt und senkt, kann man zum Beispiel auch diese Ableitung auswählen und schauen, ob das dann einfach besser zählt. Hier gibt es auch wieder das Alarmfenster. Da kann man dann die Alarme anpassen. Zum NIP kann man erstmal vielleicht auswählen, welche Intervallzeit man bei der Automatik haben möchte. Standardmäßig ist bei uns hier auf der Intensiv 15 Minuten eingestellt. Sie können aber runter bis zu einer Minute und bis zu maximal 4 Stunden auswählen. Sie können auch auf manuell bleiben, dass Sie jede Messung von Hand auswählen. Hier wird die Manschettengröße eingestellt, Säugling, Kind oder Erwachsener, einfach um eine möglichst präzise Messung zu erzielen. Bei Alarme können alle Alarme dargestellt werden. Momentan ist bei uns nur der systolische Alarm eingeschaltet. Man kann aber auch den diastolischen und den Mitteldruck mit dazu einschalten und dann werden alle diese Alarme gleichzeitig überwacht. Also nicht nur entweder systolisch oder diastolisch, sondern man kann wirklich alle Alarme gleichzeitig einschalten und gleichzeitig überwachen. Bei der Temperatur ist es genauso. Man kann erstmal auch sagen, ist es T1 oder wie heißt überhaupt die Temperatur? Möchte man sie einschalten, möchte man sie ausschalten? Hier das Etikett ist quasi der Name der Temperatur. Momentan T1, ich könnte aber auch sagen, ja, das ist jetzt Rektaltemperatur. Genauso kann man bei der Temperatur 2, die ist momentan ausgeschaltet, die kann man erstmal einschalten und kann dann dieser Temperatur auch den entsprechenden Namen geben. Man kann hier auf Alarme umstellen und kann dann jeder Alarm, jeder Temperatur natürlich auch einen Alarmwert zuweisen. An der unteren Leiste, da gibt es zunächst den Home-Button. Wenn man irgendwo in irgendeinem Menü drin wäre, dann drückt man hier auf Home, dann kommt man wieder zu dem Screen zurück, wo man gestartet ist. Dann gibt es Alarmeinstellungen, dann sieht man hier alle Alarme, die momentan aktiv sind und kann dann sich jeden extra öffnen und anpassen. Bei Monitoreinstellungen
kann man einstellen, wie der Schirm aussehen soll, welche Farben, welche Kurve, beziehungsweise welche Kurve erstmal wo erscheinen soll, welche Farben es haben soll bei Lautstärken. Da versteckt sich dann auch die QRS-Lautstärke oder der sogenannte Pulston, kann man dann noch einstellen. Eine Alarmlautstärke natürlich. Bei Parameter können Sie sich jeden Parameter wieder öffnen. Das wäre das gleiche, wie wenn Sie zum Beispiel hier direkt auf den Parameter klicken. Dann gibt es zum Ausdruck, kann man sagen, was ausgedruckt werden soll, wenn ich jetzt auf Drucken gehe, zum Beispiel das EKG. Man kann den Touchscreen ausmachen, um das Gerät zu reinigen. Der zählt dann einfach runter von 30 Sekunden. Ich kann jetzt nichts bedienen, sondern muss, wenn ich das jetzt abbrechen möchte, hier diesen Knopf drücken. Ja, dann gibt es nur den Akkustatus und Standardeinstellungen. Bei Prozeduren kann man zum Beispiel den Cardiac Output sich errechnen lassen. Man kann eine 12-Ableitungsanalyse machen. Man kann ST-Trends anschauen. Es gibt auch noch einen Timer, wenn man kurzzeitig einen Timer braucht oder eine Stoppuhr. Das versteckt sich hier bei Prozeduren. Wenn wir hier auf Cardiac Output gehen, dann sehen wir, wie er uns das berechnet und anzeigt, zum Beispiel. Bei Daten und Zeiten kann man zum Beispiel den Patienten wieder aufnehmen oder entlassen. Kommen wir in das Patientenmenü rein. Man könnte Medikamentenkalkulation machen. Es gibt Laborwerte, die angezeigt werden. Man kann verschiedene Kalkulationen sich anschauen. Und man kann aus verschiedenen Seiten verschiedene Anzeigen sich darstellen lassen. Zum Beispiel, wenn wir ein Modul fürs EEG einstecken, dann geht man auf die EEG-Seite. Wenn man das Pico-Modul hat, man sieht jetzt auch, dann kommen Felder dazu. Andere Felder werden kleiner, so kann man dann dem Monitor sagen, was möchte ich denn messen. Versucht es jetzt einfach so darzustellen, dass es Sinn macht. Also das versteckt sich bei den Seiten, da kann man zwischen vier verschiedenen Seiten bei uns auswählen. Das wäre die Normalanzeige, das EEG, Pico und Spiro. Bei Trends kann man sich einfach in so einem Trenddiagramm oder Trendtabelle verschiedene Dinge anschauen, die schon einige Zeit zurückliegen. Über Kurven drucken kann man dann verschiedene Dinge ausdrucken, die wir vorher bei Monitoreinstellungen beim Druck konfiguriert haben. Bei Stoppmomentanzeige friert er den Monitor komplett ein. So nach dem Motto, Herr Lehrer, ich weiß was, dann können Sie das dem Arzt oder wem auch immer kurz zeigen. Und wenn Sie hier wieder auf Freigeben drücken, dann läuft er ganz normal weiter. NEEP starten, dann misst er den Blutdruck. Oder automatisch starten, dann geht er in sein Automatikmenü, pumpt jetzt auf und misst dann im Zyklus. Hier wäre noch Alarmpause und Gesamt-Null-Abgleich. Ich habe jetzt keinen Druckaufnehmer angeschlossen, könnte man dann alle Druckaufnehmer nullen. Die Taste für Alarmpause oder Alarmquittieren finden Sie hier und hier. Den Home-Button finden Sie hier und hier. Und sollte der Touch einmal nicht mehr zu bedienen sein, gibt es hier so ein Dreh- und Drückgerät. Suchen Sie sich ein Feld aus, wo Sie hin möchten, bestätigen das mit Drücken und können dann auch in diesem Fenster alle Felder auswählen. Bei der Sättigung sieht man hier noch so einen Kreis. Da
ist da dazu da, dass wenn der Sensor lose ist, dann zählt er 10 Sekunden rückwärts und wartet quasi, ob das Signal wieder kommt, und wenn nicht, dann gibt er erst den Alarm Sensor lose. Dann gibt es bei uns im Hause noch verschiedene Module, zum Beispiel Pico oder Spirometriemodul. Zunächst entriegeln Sie die Parkhalterung von diesem Modul. Monitor erkennt diese dann auch und ändert dann entsprechend seine Anzeige. Zeigt hier oben auch an, D8 adaptiert, Gassensor kalibrieren, also erkennt jetzt zum Beispiel das Spirometriemodul. Beim Pico-Modul müssten wir jetzt erst noch die Kabel entsprechend adaptieren, dass diese erkannt werden. Da kann man dann auch, wie wir vorher schon gesagt haben, über Monitor einstellen. Mal über Daten und Zeiten das Pico-Modul auswählen und würde dann hier die entsprechenden Daten vom Pico-Modul erkennen. Hier sehen wir, dass der Gassensor erstmal kalibriert wird. An dieser Anzeige hat sich dann auch etwas geändert. Dort erscheint nämlich jetzt das CO2. Und so versucht dann der Monitor entsprechend Ihren Bedürfnissen, was Sie unten als Module einstecken, dann auch das entsprechend darzustellen. Sobald Sie dieses Spirometriemodul einstecken, läuft dann die Pumpe los. Das hört man dann auch, wenn es ganz still ist. Die Pumpe läuft immer, sobald der Monitor eingeschaltet wird und das Modul steckt. Und das war, oder das, dann wird über einen Schlauch Luft angesaugt und diese wird dann gemessen. Damit diese Pumpe nicht immer läuft, wenn Sie das Modul zum Beispiel nicht benötigen, ist es sinnvoll, wenn das nicht gebraucht wird, zu entriegeln und so Stickel rauszuziehen. Dann hört die Pumpe auf. Monitor meldet jetzt natürlich Gasmessung entfernt, ist ja auch normal. Das quittiert man. Und dann ist gut und dann hört man dann auch nichts mehr von der Pumpe. Es ist sinnvoll, wenn man das so macht, damit die Pumpe nicht verschleißt oder das Modul einfach relativ schnell dann auch defekt ist. Zu diesem Modul gibt es dann auch solche Wasserfallen, die dort eingesetzt werden und verriegelt werden. Da ist auch in jeder Wasserfalle ein Filter mit drin. Falls da eine Fehlermeldung kommt, dass diese verstopft ist, kann man diese als Einmalartikel nachbestellen und dann auch gegebenenfalls wechseln. Da müsste sich auch mit der Hygieneabteilung unterhalten, wie oft diese Wasserfalle gewechselt werden muss. Da gibt es mit Sicherheit auch einen Turnus. Noch ein Wort zu den Blutdruckmanschetten. Da gibt es verschiedene Größen. Da achten Sie bitte darauf, dass Sie dann auch die entsprechende Größe im entsprechenden Patient dann aussuchen. Da oben ist so ein Bildlimit dran. Hier ist noch so eine Range-Markierung, damit Sie sehen, ob das wirklich um den Arm passt, damit dann auch der Blutdruck wirklich richtig gemessen wird. So, das war so eine kleine Übersicht über den BE850 von der Firma GE. Wer den Monitor BE850 von der Firma GE bedienen kann, kann eigentlich auch den BE650 bedienen. Er ist der kleine Bruder von dem großen Monitor. Von der Bedienung eigentlich genau gleich. Sie tippen hier ein Feld an, es öffnet sich ein Menü. Das Menü ist eigentlich das gleiche wie beim großen Monitor.
Er kann alles genauso darstellen, nur etwas kleiner. Von der Bedienung gibt es auch noch das Drehrad und auch genau die gleichen Tasten. Beim großen Monitor gibt es einen sogenannten Frame, wo die Module eingesteckt werden. Bei diesem kleineren 650er Modell werden sie hier eingesteckt. Das PDM-Modul sitzt hier hinten drauf und kann selbstverständlich auch entriegelt werden und wieder verriegelt. Man kann auch dies etwas nach vorne schwenken, um die Bedienung dann etwas leichter zu machen. Man kann das auch so halb schräg einrasten lassen, je nachdem, wie man das haben möchte.